Ja, wenn ich auf die letzten 50 Jahre Maintal zurückblicke, dann muss ich kurz rechnen. Damals war ich 12 Jahre alt und damals war von Frankfurt aus gesehen, das ist eine ganz große Neuigkeit, dass dieses Maintal gegründet wird mit diesen vier Stadtteilen. Ich weiß noch, dass meine Eltern sehr befremdet davon waren. Einige Verbindungen gab es nach Hochstadt, nach Maintal-Bischofsheim. Und dass jetzt aus vier Gemeinden eine Stadt werden sollte, war doch etwas ungewöhnlich für die Bevölkerung. Aber ich denke trotzdem, es war der richtige Schritt, kommunalpolitisch. Und dass ich später mal am Maintaler Gymnasium auch als Schulleiter wirken darf, konnte ich mir natürlich damals noch nicht vorstellen. Aber heute bin ich froh, dass ich hier bin und dieses Maintaler Gymnasium auch leiten darf. Besondere Erinnerungen verbinde ich ganz klar mit dem Stadtteilzentrum, weil ich da immer ein sehr, sehr herzliches Miteinander erlebe. Ständig als Pfarrerin mit zuerst mal der Bischofsheimer Kirche, wo ich tätig war, aber auch mit allen anderen Kirchen, evangelisch wie katholisch, verbinde ich besondere Gottesdienste, besondere Ereignisse, besondere Feste, Feiern, Lachen, Schönes miteinander teilen, auch Trauriges. Das ist immer was Besonderes. Also mit den Kirchen habe ich natürlich sehr gute Erinnerungen. Ich lebe in Maintal mit meiner Familie seit 30 Jahren. Das ist meine zweite Heimat sozusagen. Am Anfang hat man sich gar nicht vorstellen können, dass man wirklich für längere Zeit hier wohnen bleibt. Aber mit der Zeit hat man immer mehr gefallen an dieser Stadt, an den Menschen, an vielfältigen Möglichkeiten, die es hier gibt. Die Verbundenheit zur Natur, Freizeitmöglichkeiten, auch viele Ecken, wo man sich gut zurückziehen kann. Und trotzdem hat man einen recht guten Anschluss an eine Großstadt. Ja, ich bin quasi der erste Bürger Maintals. Ich bin 1974 hierher gezogen und wohne seitdem hier im Maintal. Und ich kann es mir jetzt gar nicht mehr anders vorstellen. Ja, das Jubiläum bedeutet für mich deshalb viel, weil ich seit 60 Jahren im Maintal wohne, hier groß geworden bin. Es ist praktisch meine Heimat. Und 1974 die Bildung der Stadt Maintal als Politiker, als aktiver Politiker und Gemeindevertreter mitgestalten konnte. Ich verpasse eigentlich niemals, soweit ich mich recht entsinnen kann, das Septemberfest, die ausländische Woche im evangelischen Gemeindezentrum in Dörnigheim. Ja, also früher gab es bis vor zwei, drei Jahren immer an Himmelfahrt bzw. am Vatertag die Veranstaltung bei den Radballern im, wie nennt man es, in dem schönen Festzelt. Und das war ein Highlight des Jahres. Und die Ringmauer, die Mauer von Hochstadt, die Kirche von Hochstadt, das sind Sehenswürdigkeiten. Und dann gefällt mir sehr gut die Schützenhäuschen, die Scheuobstwiesen, denn ich bin gebürtiger Hochstädter, das war früher unser Spielplatz. Ich bin Pfarrerin in Hochstadt und daher nach Hochstadt, nach Maintal gekommen. Ich lebe hier gerne, weil die Natur so nah ist und die Stadt auch. Ich kann von meinem Arbeitsplatz aus die Skyline sehen, das finde ich super. Ausgehend vom Stadtteilzentrum zeige ich den Gästen auch sehr gerne den Wochenmarkt in Bischofsheim sowie die Streuobstwiesen. Thank you.
Ja, ich freue mich weiter, die Zusammenarbeit mit den vier Gemeinden, auch mit den weiter umliegenden, auch uns zu uns schickenden Schülerinnen und Schülern, ja, den Bürgermeistern rumum natürlich und auch insbesondere natürlich Frau Böttcher, weiterhin den Weg zu gehen, dass Maintal weiter zusammenwächst und Attribute wie Respekt und Toleranz weiterhin so lebt. Und dass Maintal sich entwickelt zu einer lebenswerten Stadt, die auch zusammenwächst. Dass also diese vier Stadtteile zu einer gemeinsamen Gemeinde werden, wo sich die Menschen auch untereinander begegnen. Ganz gleich, von wo sie kommen und wohin sie gehen wollen. Ich wünsche Maintal, dass wir noch mehr zusammenwachsen, dass die Vereine, die Kirchen, die Stadt, alle, die hier verantwortlich sind, haupt- und ehrenamtlich, dass wir noch viel mehr gemeinsam erarbeiten, unsere Räumlichkeiten teilen, dass wir einfach viel zusammen machen. Ja, ich wünsche mir für die Zukunft von Maintal natürlich, dass die Stadt sich weiterentwickelt. Sie muss nicht unbedingt größer werden, aber dass sich die Infrastruktur weiter verbessert, dass es noch mehr Wohnraum gibt für Menschen, die schon zu uns wollen und dass vor allem auch das wohnortnahe Angebot bleibt, dass die Leute nicht unbedingt nach Frankfurt oder in andere Städte fahren müssen, sondern dass sie hier in Maintal wirklich eine echte Heimat haben, wo man wunderschön wandern kann, wo man Freizeitgestaltung hat und wo man alles bekommt, was man für das Leben benötigt. Das ist für mich der Wunsch. Na klar, ganz selbstverständlich. Ich wünsche mir natürlich, dass es auch weiterhin so ein tolles Engagement gibt. Weil was wären wir ohne Sie? Allein die Politik kann nicht existieren, wenn nicht Bürgerinnen und Bürger da wären, die genau dieses auch mit unterstützen, mit Leben erfüllen. Und das wünsche ich mir insbesondere für Maintal viel Glück und besonders Gesundheit für die Menschen in Maintal.